Meine lieben Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zur Assetto Corsa. Wieder nicht wundern, das Cam-Bild oben rechts, da rede ich nicht, sondern das ist nachsynchronisiert. Für euch habe ich heute ein heißes Rennen, 16 Mann, ich bin einer davon. LaFerrari oder Ferrari LaFerrari und McLaren P1 auf der Spa-Strecke. Ich liebe Spa, richtig geile Rennstrecke, gibt es noch gar nicht allzu lange in Assetto Corsa. Und auch den LaFerrari gibt es noch nicht allzu lange, der ist allerdings nicht Teil dieses DLCs. Der McLaren P1 ja schon. Ja, und es ist ziemlich eng hier gerade am Anfang, muss man natürlich aufpassen. Man rammt halt immer mal ein bisschen, denn auch die KI fährt teilweise so ein bisschen unerwartet oder schneidet einem den Weg ab und man kann dann manchmal leider nicht verhindern, dass man hier und da mal aneckt mit denen, auch wenn man das natürlich in echt nicht machen wollen würde. Vor allem mit einem LaFerrari, der ja keine Ahnung wie viel kostet, 1, noch was Millionen jedenfalls. Meine ich, und der Wagen hier ist einfach verdammt geil. Den gibt's noch nicht allzu lange. Vorher fand ich immer schon den 458 Italia richtig nice. Den gibt's schon ein bisschen länger in Assetto Corsa. Das war, glaube ich, eines der ersten Autos. Und den bin ich gern gefahren. Ich bin generell so ein kleiner Ferrari-Fanboy auch, muss ich sagen. Und der Ferrari LaFerrari ist halt einfach überkrass, finde ich. Und der Sound ist gut. Und der ist ja auch ein Hybridwagen. Und man kann sogar, wenn man Schaden anhat, vielleicht zeige ich das mal irgendwann, das ist extrem cool, kann man sogar den Motor schrotten, wenn man immer zu hoch dreht und sowas. Und dann springt irgendwann nur noch der Elektromotor an. Und dann kann man halt mit wenig FPS und ohne Sound nur mit dem Elektromotor noch weiterfahren und so. Also, ja, die Detailgenauigkeiten, das Assetto Corsa ist einfach nur geil. Vier Runden, KI-Gegner, momentan Sechster, auf Platz 9 oder so gestartet, nee, auf Platz 9 oder 14 oder so gestartet, weiß ich jetzt gar nicht mehr, und schnell nach vorne gekämpft, gerade am Anfang kann man gut Plätze gut machen und danach wird es schwieriger, danach muss man sich jeden Platz mühsam mal kämpfen, wenn man den nicht schon in den ersten paar Kurven sich sozusagen ergattert. Ja, auch hier habt ihr natürlich wieder unten rechts die Einblendung von außerhalb, synchron mit dem Rennen, aus der Cockpit-Perspektive, wie das Ganze von außen aussieht. Da sieht man, dass da ziemlich was los ist auf der Rennstrecke. Und noch sind die McLaren P1 auch mit dabei, die sind aber relativ schnell zurückgefallen. Wie das Rennen ausgeht, verrate ich euch natürlich noch nicht, das müsst ihr da natürlich schauen, aber es ist wieder spannend gewesen. Hier jetzt, der Weiße hat gerade Probleme und da kann man schön vorbeiziehen und sich den fünften Platz dann mal schnappen. Da vorne sind jetzt nur noch LaFerraris vor mir. Und für die erste Runde, finde ich, war das ein ganz gutes Ergebnis, was das Überholen angeht. Rundenzeit natürlich nicht sonderlich berauschend in der ersten Runde, 2:29,9. Ansonsten oben links auch wieder die Streckenkarte von Spa und darunter auch wieder die Namen der Kurven. Also wie gesagt, Spa für mich auch eine der Lieblingsstrecken. Ich glaube, so Spa und Nordschleife sind generell momentan in Assetto Corsa meine Lieblingsstrecken. Hier, Eau Rouge, da traue ich mich immer nicht durchzuheizen. Das ist auch, oh, da bin ich aber böse angeeckt mit dem. Und da sieht man mich rudern im Bild. Ziemlich dreckig überholt, muss man sagen. War auch nicht so geplant, aber im Endeffekt hat es dann für ein Überholmanöver gereicht. Naja, war ich dann nicht sonderlich zufrieden mit. Eigentlich ist mein Ziel nämlich ja, natürlich ohne Kontakt zu fahren und sauber zu überholen. Aber manchmal kommt man dann eben ungewollt in Kontakt und kann dann doch überholen. Und ja, dann mache ich es halt auch. Dann nutze ich die Chance. So, was man jetzt auch relativ schnell schon sehen wird, ist, dass der LaFerrari so ein bisschen dazu neigt, erstens stark zu schieben in der Kurve. Das ist das eine. Andererseits kann man ihn aber auch, wenn man möchte, so ein bisschen ausbrechen lassen. Da kommt man eigentlich relativ gut um die Kurve. Ansonsten eigentlich relativ gut zu fahren. Also er verzeiht einem relativ viele Fehler. Und Spaß macht er auf jeden Fall. Sound gefällt mir richtig gut, schön knackig. Und auch vom Innendesign her echt schön gemacht, der Wagen. Und von außen sowieso, von vorne finde ich den richtig sexy. Auch von hinten ist, finde ich auch designtechnisch Ferrari sehr gut gelungen, der LaFerrari. Ja, hier sieht man es auch wieder ein bisschen, da bin ich ein bisschen gerutscht. Man sieht mich dann immer, wenn der Wagen mal wegbricht, sieht man mich immer oben rechts gegenkurbeln. Aber eigentlich lässt er sich ganz gut abfangen. Also Fahrhilfen sind natürlich wieder aus, nur automatische Kupplung und Stabilitätskontrolle auf 50%. Viel mehr war, glaube ich, gar nicht an. So, jetzt klebe ich hier an einem schwarzen LaFerrari vor mir. Da ist dann die Frage, kommt man da vorbei? Wenn ja, wo? Hier bremsen die immer relativ stark. Ich bremse da meistens nicht so stark. Und da kann man dann mal rechts vorbeiziehen. Ein bisschen außen raus, aber gut vorbeigekommen, ohne Kontakt. So muss das sein. Platz 3 gesichert in Runde 2.
Und jetzt nur noch einen schwarzen und einen gelben LaFerrari vor mir. Die geben ziemlich gutes Tempo vor. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, diese Kurve da hinten, Urosch, das ist ja eine der schönsten Kurven auf Rennstrecken, aber auch irgendwie eine der krassesten, finde ich. Also ich glaube, ich würde mich hier in echt niemals trauen, so durchzuheizen durch diese Kurve. Weil ich glaube, da pfeffert man sich so schnell mal raus. Da ist wahrscheinlich auch schon der eine oder andere irgendwo in der Bande gelandet. So, jetzt hier an dem schwarzen rechts vorbei, an dem gelben auch. Nein, beim gelben reicht es noch nicht, da muss ich dann auch auf die Bremse. Man kann häufig bei den KI-Gegnern nutzen, dass die ein bisschen früher bremsen, dass die ein bisschen vorsichtiger fahren. Und wenn man dann den Wagen ans Limit pusht und ein bisschen später auf die Bremse geht, kann man manchmal noch vorbeiziehen. Hat aber hier nur für den schwarzen gereicht, der gelbe bleibt noch vor mir, aber immerhin schon auf Platz 2 vorgekämpft. Und jetzt sieht es aus, als käme man auch am gelben vorbei. Ja, da ziehe ich vorbei auf Platz 1. Und jetzt den gelben und den schwarzen im Rückspiegel zu sehen. Sehr cool auch auf dem Bild unten rechts, wie wir drei da so fahren. Und jetzt gleich, ich will es ja nicht verraten, hier mache ich einen Fehler, komme zu weit raus. Und habe ich mir gedacht, okay, dann fahre ich ein bisschen langsamer und habe die beiden extra vorbeigelassen. Ich bin extra ein bisschen langsamer gefahren, weil ich dachte, das wäre sonst unfair, wenn ich da so rauspfeffer. Dann soll ich da natürlich auch für bestraft werden, habe die beiden nochmal überholen lassen. Außerdem ist das Ganze natürlich dann ein bisschen spannender. Also beide Plätze leider wieder verloren wegen dem Fehler da in der einen Kurve. Aber man hat ja noch eine Runde vor sich. Jetzt hier wirklich Kopf an Kopf mit dem, ich glaube, er ist gar nicht schwarz, sondern dunkelblau. Ganz nah an seinem Arsch. Wenn er jetzt einmal auf die Bremse geht, bin ich da hinweg. Und da haben wir uns leicht berührt. Er kriegt Probleme, aber ich bin wieder vorbei. Wieder auf Platz 2 vorgekämpft. Und ich glaube, dass ich hier sogar dachte, das wäre die letzte Runde. Deswegen habe ich jetzt hier alles gegeben und habe versucht, den gelben auch noch zu holen. Da ziehe ich auch am gelben wieder vorbei. Komm hier gut durch die Kurve, durch die Schikane. Und ich dachte halt, jetzt gleich gehe ich glaube ich auch in die Außenperspektive. Ich dachte, das wäre die letzte Runde gewesen. Aber da kommt noch eine. Genau, da habe ich schon gedacht, okay, das war's. Nein, da kommt noch eine ganze Runde. Okay, also wieder zurück in die Cockpit-Perspektive und den ersten Platz halten. Hier ein bisschen zu spät gebremst und der Wagen verzeiht einem das nicht, wenn man zu spät bremst, dann schiebt er einen in die Kurve, immer weiter, immer weiter. Man muss mit dem LaFerrari früh genug bremsen, sonst kommt man schwer um die Kurven. Und jetzt habe ich gewusst, okay, noch eine Runde zu sichern, ersten Platz habe ich, nicht zu viel Risiko gehen. Lieber ein bisschen ruhiger fahren, die Kurven nicht zu krass nehmen, solange die nicht hinten rankommen, lieber sicher fahren und den Platz sicher nach Hause bringen. Ja, da bricht er wieder ein bisschen aus, gegenlenken, kein Problem. Und man merkt jetzt fast so ein bisschen, wie ich wie hier so ein Großmütterchen so den LaFerrari hier über die Strecke schicke. Ganz bequem. Jetzt auch nur noch der gelbe LaFerrari hinter mir. Der schwarze oder dunkelblaue ist hinten ein bisschen zurückgefallen. Diesmal nicht aus der Kurve rausgetragen worden. Natürlich, trotzdem kann man die schneller nehmen, aber wie gesagt, hier auf Nummer sicher gegangen. Da bricht er wieder runter in den zweiten, Gas geben, dann drückt er dich aus der Kurve raus. Also wenn er in der Kurve schiebt und du den zum Ausbrechen kriegst, dann schaltest du den Gang runter und schiebst dich einfach wieder raus aus der Kurve, aus dem Drift und dann läuft das. Hier fast im Gießbett gelandet, aber so gerade noch die Verlängerung da mitgenommen. Und jetzt geht's Richtung Zielgerade quasi. Mit manchen Autos kann man hier durch diese Kurve richtig gut durchheizen, mit manchen muss man ein bisschen vom Gas gehen. Jetzt da hinten die letzte Kurve, da bin ich wieder ein bisschen zu spät auf die Bremse. Da vertut man sich leicht, wenn man einen Ticken zu spät bremst, dann landet man genau hier, nämlich im Off. Und trotzdem noch ganz gut um die Kurve rumgekommen. Und knapp, aber sicher den ersten Platz gesichert vor dem gelben LaFerrari und damit das Rennen gewonnen. Ich würde sagen, das war's. Da steht jetzt wieder Zweiter, aber ihr seht gleich, ich bin Erster geworden. Danke fürs Zuschauen mit dem LaFerrari auf Spa. Bis zum nächsten Mal in Assetto Corsa.